Perfekt, gut. Dann. Nein, hoch! Ach du Scheiße, der war gerade am Runterfahren. Hier durch. Ja, sieht wirklich aus wie ein Idiot. Raus da. Rechts. Nein. Links, links. Links ist zu! Ah, ich vergesse immer, rechts zu sagen. Okay, raus da. Da nicht lang. Nein. Zweite links und dann direkt rechts. Rechts. War's doch, das war doch. Du einfach links. Nein. Du warst so kurz mit deinem Zeh auf dem Teil. Links, 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 da ist es. Das da, ja. So, ganz außen rum. Jetzt sagen wir früh genug. So, du biegst zweimal einfach links ab. Links, links. Beides links. Sehr gut, das Teil, ja. So, dann hier lang, ja. Rechts, rechts. Links. Rechts, zweimal rechts, rechts, rechts. Ja. So, jetzt Mitte. Oh je. Geradeaus. Ne, zurück, ja. Links, links, links. Nochmal rechts. Ach du Scheiße, der Weg ist ja ewig, Alter. Rechts. Krass. Hier hätte ich hingemusst, oder was? Nee, das war noch weiter unten. Das war jetzt ein voll langer Weg, Alter. Da muss man flüssig durch. Das war aber wahrscheinlich das letzte dann. Okay. Raus da. Darum, ja. Dann links. Links. Das Teil, was du siehst. Ja. So, dann wieder ganz außen rum. Das ist dasselbe. Jetzt habe ich mittlerweile drin hier. Ja, Junge, das läuft flüssig. Zweimal links. Ah ja, ganz flüssig läuft das. So, jetzt darum, ja. Dann gehst du rechts. Links. Rechts, zweimal rechts. Rechts, 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 nur rechts. Ah, wie knapp. Das ist wieder dieser andere Weg. Links, links, rechts. Den Weg kann ich nicht. Den kenne ich nicht. Junge, warum... Weitergehen, weitergehen. Wir sind ein Team! Und links und rechts! Rechts! Nein, weiter, stopp! Links, rechts! Sehr gut. Und außen, ja. Dann da rein. Anders. Am Ende rechts. Rechts, 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 rechts. Ah, oh, ist das sehr gut. Und da außen, jetzt ganz außen drin. Da rein dann, links. Nochmal links. Da rechts. Rum. Nein! Links! Du bist immer zu spät! Gar nicht! Hörst du es so links, spät, wenn ich rede? Du sagst links, da bin ich schon vorbeigelaufen! Ja, anscheinend hörst du mich später. Ich muss das bis 2 Sekunden früher sagen. Ist kein Problem, Junge. Jetzt haben wir es drin. Ich sehe da ein großes Problem. Ich muss halt erstmal gucken, wo die Wege sind. Die sind immer anders. Gut, Junge. Auf geht's. Wir machen das jetzt. Ich muss sie kurz einmal sammeln. Das ist überhaupt kein Problem. Ich muss auch nur kurz nachdenken. Das ist überhaupt lachst, ne? Das ist eine bodenlose Frage. Junge, was meinst du? Ich wirst auch lachen. So, raus da. Ja, mal rum. Dann zweimal links. Das Teil, ja. So, dann ganz außen rum. Das haben wir ja schon drin jetzt. Und zweimal links dann. So, wie ist das jetzt? Da rein, ja. Rechts, dann links. Raus da. Zweimal rechts, 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 rechts. Oh, das gibt's nicht. Warum so wenig Zeit? Irgendwas machen wir falsch. Zweiter Eingang. Ja. Links, rechts. Sehr gut. Ich glaube, du musst irgendwas machen, dass wir also, mehr Zeit bekommen oder so. Irgendwas musst du machen. Rechts. Da rum da, ja. Dann zweimal rechts. Sehr gut. Und außen rum. Nächster Eingang links. Ja, nochmal links. Rechts. Einmal rum, ganz rum, ganz rum, ganz rum. Links, links, links. Schon wieder! Rechts, rechts, rechts. Ich sag's dir rechtzeitig, irgendwie hörst du mich voll spät. Ich sag ehrlich, irgendwas musst du da oben machen, dass ich mehr Zeit bekomme oder so. Was soll ich denn da machen? Ich kann da nichts einblicken. Ich kann. Okay. Ja, genau. Den hast du ja jetzt drin. So, weiter. Dann rechts, rechts. Am Ende einfach scharf links. Rechts, rechts. Scheiße. Dieses scheiß links und rechts.
Selber wie gerade. So, da lang, ja. Rechts, rechts. Dann scharf rechts am Schluss. Das stimmt ja, perfekt. So, bis jetzt. Außenrum den Weg, ja. Ganz links, genau. Links. Dann da rein. Aber drum. Am Ende links. Rechts. Ja, sehr gut. Und zurück. Ganz außenrum nochmal zurück. Scharf links, scharf links. Dann rechts. Links. Weitergehen, weitergehen. Hi. Oh, sehr gut. Ja. Links. Links. Scheiße. Nein. Ich nach links, ne? Ich meine vorher schon links. Hä, das ist so. Du hörst mich also, spät. Du musst eher nach diesen X'en navigieren. Ich sag ehrlich, irgendwas machst du falsch. Ja, natürlich, nach den du X'en. Du bist schuld. Wieso bin ich schuld? Du siehst hier, wenn die Aufnahme siehst, ich sag, in dem Moment, wo deine Kreuz bist, sag ich rechtzeitig Bescheid. Nee, anscheinend nicht. Doch! Das ist halt schwer, du musst ja selbst erstmal gucken, welcher Weg es ist, wenn ich dich gleich falsch navigiere. Stehst du da, wie du gerade jetzt da stehst? Okay, fuck. Oh, Mann. Aber anscheinend gibt es nicht so viele verschiedene Varianten. Das ist eigentlich immer so das Gleiche von zwei verschiedenen Varianten. Ich muss nur rennen. Permanent einfach stumpf rennen. Richtig. Richtig. Okay. Zweiter Eingang. Ja, perfekt. Und darum? Laufen, rechts, laufen, rechts, rechts, rechts. Am Ende dann wieder scharf rechts. Auf das Teil. So. Außenrum, rechts, ja. Dann links da rein. Nochmal links. Rechts. Am Ende links. Ach, rechts, rechts, rechts. Ja, 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 perfekt. Und zurück. Ganz rum. Zweimal links. Rechts am Ende. Und weitergehen. Rechts und dann links. Links, links, links. Alter, scheiße. Ah. Hey, du hast doch gesagt, hier links. Ja, da haben wir es falsch verstanden. Das geht's nicht. Ah. Ich hab den Abzweig gesehen. Du siehst die X'e nicht, gell? Nein, ich sehe nur diese Dinger auf dem Boden. Mhm. Links. Perfekt. So, ganz rum. Und am Ende zweimal links. Diese Gullideckel ja, auf dem Boden. Zweimal links. Links. Okay, dann warum? Ja. Rechts. Links. Raus da. Rechts, 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 rechts. Ja, perfekt. Warum? Ja. Moment, ich muss kurz gucken. Raus da. Andersrum. Rechts, 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 rechts. Scharf rum. Ganz rum, ganz rum, ganz rum. Bleib schon um, glaube ich. Zweimal scharf. Rechts, 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 rechts. Nur rechts jetzt. Ah, fuck. Gerade bei dem längeren Weg, wo du da gucken musst. Zweiter Eingang wieder. Ja, genau, der. Ja, da weiter. Rechts, dann nochmal rechts. Und am Ende scharf rechts. So, jetzt wieder außen rum. Da links rein. Rechts bei dir. Rum, ganz rum. Links. Rechts. Perfekt. So, jetzt wieder ganz außen rum. Marschieren, marschieren, marschieren. Links, scharf links, scharf links. Dann rechts rein. Und weitergehen. Rechts und geradeaus weiter. Sehr schön. So, jetzt ganz rum da wieder. Scheiße, muss ich gucken. Links rein da. Links, nochmal links. Dann rechts. Links direkt. Da war ich zu langsam, fuck. Rechts und links direkt? Also dann musst du sagen, rechts abbiegen oder so. Keine Ahnung. Rechts. Dann machen wir das so. Junge, kein Problem. Wenn du dich so wohler fühlst, machen wir das ganz anders. Ich mach dann... wie machen wir das denn? Okay, ich mach das jetzt anders. Gut, alles klar. Dann machen wir nochmal. Aber ja, wir sind jetzt näher dran. Das ist schon viel kompatibler, das alles. Oh, ganz toll. Das, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Durchatmen. 11 Gigabyte. So, zweiter Eingang wieder. So, wie sieht's jetzt aus? Weitergehen. Dann rechts abbiegen, dann nochmal rechts. Weiter entlang. Und am Ende des Weges scharf rechts wieder, ja. Perfekt. So, jetzt wieder ganz außen rum.
Links abbiegen. Nochmal links. Rechts. Weitergehen, weitergehen. Und dann links. Und dann scharf rechts. Ja, perfekt. Außenrum weiter. Scharf links dann abbiegen. Einmal links rum. Rechts abbiegen. Und weitergehen dann. Und dann nochmal rechts abbiegen. Und geradeaus. Sehr gut. Hier außen rum, jawohl. Links abbiegen, links abbiegen. Rechts abbiegen. Links dann. Mann, ich war schon wieder dasselbe Fehler wie letzte Runde. Das gibt es doch gar nicht. Scheißteil. Selbe Nummer, zweiter Eingang. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, weiter rum. Rechts abbiegen. Scharf. Weitergehen. Da wieder scharf rechts rum. So, und jetzt wieder außen rum. Links abbiegen zweimal. Dann rechts. Weitergehen. Und am Ende wieder links. Und dann scharf rechts. So, jetzt aber komm schon. Und außen rum wieder. Komm, Junge! Pushen! Zweimal links. Scharf links abbiegen. Scharf links. Rechts abbiegen. Und weitergehen. Und dann nach links. Links. Und geradeaus. So, perfekt. So, scharf links. Scharf links. Rechts abbiegen. Und dann links direkt. Ja, jetzt haben wir's. Da rein. Oh, meine ja! Fresse. Ach du Scheiße, Alter. Junge, ey, man musste so schnell sein, das ist ja geisteskrank. Da konnte man nichts machen, Alter. Der Faden im Irrgarten, cool. Du bist draußen. Hallo? Wie? Du bist draußen? Was mit mir? Ich bin nicht draußen. Du bist bei mir durch das Loch gefallen? Ja, aber ich bin jetzt hier in so einem anderen Raum. Was soll ich jetzt machen? Warte, ich muss wahrscheinlich wieder zurückgehen. Ich gehe wieder zurück. Ich sehe hier Symbole. Ah, es ist diese andere Tür offen. Okay, ich muss aber wieder durch den anderen Raum. Ach du Scheiße. Gehe ich hier weiter. Oh mein Gott, Alter, was ein Kack. Also du darfst ja echt gar keinen Fehler erlauben. Krass, Scheiße. Woher kommt diese Dramatik auf einmal? Fällt mir auch nicht. Ich hoffe einfach, die machen hier keine so Viecher rein. Oh ne, ich habe hier wieder Ritter. Fuck. Was muss ich tun? Ah, Junge, hi! Junge! Junge! Geil! Alter, bist du in dem Kerker da drin? Ist das ja, ein hier Kerker? Sind so Symbole außen. Okay, ah ja. Auch Symbole? Warte mal, ich guck mich mal um. Ah ja. Und ich muss die aktivieren irgendwie. Was ist das? Anscheinend geht es wieder auf Zeit. Dreh mal weiter. 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 Nochmal. Hä, wie soll man denn auf das Symbol kommen? Weiter. Ich kann hier drei drehen, ne? Ja, aber jetzt ist so komisch. Weil hier ist so ein Symbol, aber ich weiß nicht, wie man das machen soll. Weiter. Wahrscheinlich die drei Teile hier, ne? Fangen wir mit der Spitze an. Ja, es ergibt keinen Sinn, weil oben nur so ein drei. Ach so, was siehst du denn bei dir? Ich habe hier drei, also drei Symbole. Das oberste ist so ein. Gerade aktuell habe ich das V ausgewählt mit so einem Kreis drin. Ja, dann siehst du nämlich andere Sachen als ich. Hm. Also oben. Das aber Moment, hier sind ja noch weitere Symbole. Das Endprodukt ist ein Dreieck mit einem Kreis drin. Das Endprodukt? Ja. Was da? Ich kann das nicht sehen, was du siehst, glaube ich. Ah, Moment. Ein Dreieck mit einem Kreis drin. Es wird ganz schön warm irgendwie hier. Hört sich zumindest so an. Was? Oh ne, Scheiße. Hört sich so brutzelig an hier. Ja. Ich... Bewegt sich hier was bei dir? Wo? Ja, da bewegt sich auch was. Ah, das ist die andere Seite dann. Okay, das müssen wir beide lösen. Ich kann die Symbole nicht sehen, natürlich. Ja, okay. Hä? Also ich habe hier ein fertiges Dreieck mit einem Kreis drin, ja. Ganz oben. Ja, das ist doch gut. Das war's. Und was hier rechts? Ja, Gott, was soll denn das sein? Boah. Weil da habe ich kein Symbol drüber.
Oh, das ist gar kein Symbol. Nee. Muss ich da auch ein Dreieck auswählen im Kreis oder was? Hä? Hey. Weiß ich, unten da ist, das sind aber an, das sind andere Symbole. Okay. Ach du Scheiße. Siehst du bei dir auch irgendwas vielleicht, so ein Symbol oben drüber, dass ich dir was durchgeben muss? Also ich habe hier Symbol, das ist, was ist denn das, Trapez mit einem Strich in der Mitte. Ja, das habe ich auch. Und unten ist wie so ein Basketballkorb oder so, oder so ein Feld. Ich habe hier ein Tor. Also, wo unten ist, eine ist Basketball- nichts bei mir. Ah, das Feld, wo so aussieht wie ein Tor und dann so ein Halbkreis oben drüber. Ist das für dich der Basketballkorb oder was? Ja, aber da ist ein Kreis auch jetzt in der Mitte bei mir. An der Mitte, warte. Aber das ist ja egal. Da unten ist gar nichts bei mir. Hä? Hä? Muss man die irgendwie zusammenfügen? Ach, scheiße, Junge. Kannst du mich hören? Ja, leider. Ja, boah, Alter. Also, das links da habe ich hier so ein Dreieck, aber das scheinst du ja schon gebaut zu haben. Ja, nur ganz oben, aber ich kann ja drei Dinger drehen. Und ich glaube, ich muss alle drei richtig drehen. Und die Frage ist, sind dann immer andere Symbole. Auf allen drei Wellen, auf beiden Seiten, sind immer komplett andere Symbole. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Mitte habe ich einen Kreis mit einem X durch. So durchgestrichenen Kreis praktisch. Da habe ich noch ein, so ein Durchschnittszeichen, wo so ein Kreis und so ein Strich durchgeht, ne? Da habe ich einen Kreis mit Arm und Bein praktisch. Ja. Ich habe einen Kreis, wo ein Stern drin ist. Ich habe einen Kreis mit einem Strich drin in einem Geraden. Und noch einen Kreis mit einem Strich von so einem waagrechten Strich, wie Saturn ungefähr aussieht. Okay. Das ist alles in der Mitte bei mir. Und unten und oben sind jeweils auch nochmal andere Symbole. Wie willst du das ja zusammenführen, ne? Und das ist immer nur dieses obere Teil anscheinend, okay? Also ich habe oben so ein Teil und unten die Symbole, das sind ganz andere wie die, die du sagst. Vielleicht oben und unten, dass es gleich ist? Also du hast zwei? Oben und unten praktisch? In der Mitte fehlt, oder was? Glaube ich, das ist missverstanden. Also ich habe... Wie, nochmal? Zwei Teile. Ja. Ich habe oben links ein Teil, was mir fest angezeigt wird. Das ist so oben drüber über den drei Beweglichen. Ach, oben drüber, okay, ja. Hm. Ist da nix. Anscheinend müssen wir da einfach ein Symbol... Irgendwo muss da ein Symbol sein, was man da einfügen kann, keine Ahnung. Scheiße. Ich kann hier nicht durch die Türen, leider. Und ich sehe hier auch nirgendwo ein Symbol, irgendwie was darauf hindeutet. Oder? Hä? Oh oh! Es wird ganz schön warm hier drin. Oh Junge, du brutzelst ja gleich. Oh shit, Alter. Das wird stramm, Mann. Oh oh. Nein, Junge! Oh, Scheiße! Oh. Wenn das Grauen lauert. Ach, Junge. Okay, nutzen wir die Pause mal. Also, du hast ein Teil, was fertig oben ist. Kann das fertige Teil vielleicht das Symbol sein, was ich durch die drei Bewegliche machen muss? Ich glaube, wir müssen uns da besser absprechen. Wir müssen mal gucken. Dadurch, dass ich ja... Ich habe hier eins, was sich nicht verändert, ein Symbol. Ja. Ist es vielleicht das, was ich durch die drei Räder zusammenführen muss? Nee, ich glaube nämlich nicht. Okay. Ich glaube, dass... Also, beweg mal jetzt nur gleich das erste. Okay, mach ich. So. Bei mir habe ich ein Dreieck mit einem Kreis drin. Das... Also ein ganzes Dreieck, ne? Alle Striche sind zu sehen. Genau, mit einem Kreis drin. Ja, das habe ich jetzt auch ganz oben. Okay, jetzt habe ich zum Beispiel einen Kreis, wo zwei Striche oben und unten rausgehen. Guck mal auf den zweiten Rad, ob du das da siehst. So ein Kreis, der durchgestrichen ist oder anders?
Nee, ein ganzer Kreis, da ist nichts dran. Und dann kommen aus dem Kreis oben, also oben links, oben rechts, unten rechts, unten links. Wieso aber Beine? Ja, genau. Ja, hab ich hier. Zack, so. Okay. So, jetzt das unterste Rad. Jetzt habe ich so ein Viereck, was auf der Spitze steht, mit so zwei Strichen, die runtergehen. So, so Striche, die parallel innen drin sind, oder was? Ja, genau. Gut, dann müsste das stimmen. Jetzt sind wir fertig. Dann weiter geht's, gut. Da habe ich so eine Schüssel, sage ich mal, wo innen drin nochmal so eine Schüssel ist. Von der Form her, wie so eine Schüssel. Ich guck mal gerade alle durch. Das war die aber, glaube ich, gerade eben. Ja, also praktisch eine kleinere Schüssel ist da innen drin gezeichnet. Wie heißt das 3D-Zeichnen, gell? Oder so? Ja, so in der Art. Okay, perfekt. Dann die Mitte. Okay. Da habe ich jetzt. Wie soll man das beschreiben? Wie so ein Tor, wo unten nochmal sowas, so ein Viereck ohne das oben lang gezeichnet ist. Ganz schwierig zu erklären, das Symbol. Ist das Tor ein komplettes Viereck? Nee. Okay. Also das sind zwei U's, sag ich mal. Zwei U's. Ein großes U mit der Öffnung nach oben und ein kleines U mit der Öffnung nach unten. Ah, das Tor steht praktisch in dem anderen U drin. So ungefähr, ja. Okay, dann haben wir das. Gut, das untere. Okay, jetzt das unten ist ein Kreis und dann so ein rechter Winkel. Kreis und dann... Ah, da war's schon. Ja! Yes! Ja, Junge, endlich! Gott, wir haben uns im Schneesturm verloren. Ja! Oh, Junge. Meine Kollegen sind einfach weitergelaufen. Ja, stimmt, ja, wir waren zu viert. Oh, Junge, nice, Alter, endlich. Oh, scheiße, das sieht aus. Das sieht auch sehr brutzlig aus. Ah, gehen wir mal auf Aufzug. Junge! Oh, scheiße! War das falsch? Acht auf deine Landung! Alter, jetzt hat sich gerade getroffen, sind gerettet, ne? Dann verbrutzeln sie. Wie asozial ist das denn? Junge, was war das denn? Das war geistkrank. Junge, das war im Fahrstuhl die Lava. Alter, das kannst du keinem erzählen. Dieses Spiel. Jetzt dachte man, man geht zum Ausgang und fährt einfach diese Kacklava rein. Boah, Junge, Alter, das ist einfach zu göttlich. Wirklich. Es ist einfach zu göttlich. Ich hoffe, wir müssen jetzt diesen Kack nicht nochmal machen. Boah, es hat doch gespeichert, oder? War das Checkpoint? Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, cool. Ja, okay, okay. So, also hier ist auf jeden Fall falsch. Ah, guck mal, das ist so ein... Hä? Kannst du es drehen? Ah, hier ist so ein Hebel. So ein Symbol. Ich hab jetzt mal oben gedrückt. Hey, Junge, komm zurück! Junge? Also oben scheint richtig zu sein, ja? Kann man da runter? Ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja auch Lava oder so. Oh. Junge, was sau ich hier unten, oder was? Junge, hier geht's raus. Hallo? Hast du gekurbelt? Ich hab Geist gemacht. Hallo, Chinesen, Aufzug wieder runter, du Hund. Haust du jetzt einfach ab? Ey! Scheiße! Was denn? Warte. Ich hoffe, der Aufzug fährt nicht zu weit. Warte. Bist du noch da? Ja, ich bin jetzt im Aufzug. Alles ist er ja. Ah, perfekt, gut. Dann. Nein, hoch! Ach du Scheiße, der war gerade am runterfahren. Ja, hoch! Hoch! Hä? Was war das? Hä? Er hat doch angehalten, wir sind doch nach oben, warum ist er da runtergefahren?
Was für ein Hund? Ich glaube, wir dürfen nicht beide hoch. Ah, dann ist es dann zu schwer, oder was? Ja, weiß ich nicht, das sieht so aus. Ach so, das letzte Mal habe ich dich im Stich gelassen, gell? Wir müssen uns jetzt entscheiden, Junge, wer lebt und wer zurückbleibt. Das ist aber die traurige Wahrheit. Es ist okay für mich wirklich. Du kannst weiterleben und ja. Finde ich gut. Ja, danke. Maximal schön ab. Im dritten Teil überlebt dann wäre ich. Na gut, dann fahr du mal hoch und. Tschüss. Hä? Da fährt keiner hoch? Ah, jetzt hat. Ich kann jetzt einfach in die Lava springen, das ist die Scheiße, ne? Ja. Ja. Okay, das muss ich hier wahrscheinlich. So, jetzt hab ich hier unten. Hä? Bewegt sich was bei dir? Ich kann einfach gehen. Höhen und Tiefen nach oben schaffen. Ah, jetzt guck mal, wieder wegrennt der Sack. Einmal drehst du dich nochmal um, das ist aber nett von dir. Ich hab kurz nochmal an dich Wie er sich umdreht und der steht da! Das hast du aber dramatisch gemacht. Oha! Was? Das war's, ja? Das war's? Das kann aber nicht richtig sein. Ich hätte dich auch mit rausholen können. Da waren noch Knöpfe und so. Echt jetzt? Alter, ja, du. Ja, ja. Du Hund, Alter, was ist los mit dir? Ja, ich wusste nicht, dass ich einfach gehen darf. Das war belastend. Oha. Das ist belastend. Das will ich mal sehen, aus deiner Kameraperspektive, wie das ausgesehen hat. Das hätte ich normal nur Firestorm zugedroht. Ich wollte nur mal kurz frische Luft schnuppern. Der Allah steht da, guckt. Wie bist du so schnell nach oben gekommen? Du stehst da so, wartest. Ja, ich keine Ahnung, wie ich hochkommen bin. Das macht eigentlich ja Sinn, ja, aber. Gut, das ist. Also, wenn der da oben noch steht, ne, hättest du mich nach oben gebracht, ich wäre einfach gegangen, kein Problem. Aber dieser Blick nochmal, dass er sich umdreht und ihn nochmal anguckt, das finde ich ganz frech. Ja, finde ich auch. Das ist halt nochmal schlimmer, ne? Er steht da so und hat den Weltblick drauf. Alter, geht einfach. Ja gut, ne? Wir haben es geschafft, geil, endlich. Ja, dann ist ein gutes Ende. Ich glaube, gibt's bei dem Spiel überhaupt ein gutes Ende? Das würde ich mal gern googeln oder so. Also ich glaube, so wie es da aussah mit den Knöpfen und so, hätte ich dich rausholen können. Also im ersten Teil, wenn ich mich recht erinnere, gab es auf jeden Fall kein gutes Ending. Ich glaube, da ging es ja echt nur, dass einer irgendwie dem anderen das Tor aufmacht. Oder so, wie war das? Das ist ganz komisch geregelt, ja. Aber hier, ich glaube schon, mit den Knöpfen da, dass ich irgendwie den Aufzug steuere oder weiß ich nicht, dann wärst du, glaube ich, auch rausgekommen. So sah es zumindest aus. Da hattest du sogar zwei Endings dann anscheinend. Echt cool. Okay. Junge, alles gut. Ich habe mich jetzt entschieden, dass es okay ist, ja. Natürlich, dass du mich jetzt keine Ahnung befreien, macht es natürlich ein bisschen negativ. Junge, alles easy. Ich habe das schon verziehen. Im dritten Teil bin ich ja wieder wie lebendig. Dann ist es auch nochmal von vorne hier. Ja, nice. Aber auf jeden Fall cooles Projekt. Perfekt.